Einen wunderschönen guten Tag von unserem Basecamp 2022 in Heimbach. Ich habe hier die Julia von Zelten mit Campen mit Klimbim. Zelten mit Klimbim. Und wir haben uns kennengelernt vor anderthalb Jahren. Persönlich ja, ja, genau. Genau, persönlich ja, vor anderthalb Jahren. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Letztes Jahr erst persönlich. Letztes auf dem Basecamp. Jahr, auf dem und Basecamp, vorher nur genau. Digital über die Zeltkinder-Zoom-Calls. Da genau. Haben wir uns erstmal quasi live gesehen. Das Besondere, was Julia, und ihr werdet es sehen in den Aufnahmen, die der Steven macht, ausmacht, ist ganz einfach, dass sie komplett weg vom Mainstream ihr Zelt dekoriert. Und das sieht man unfassbar selten. Okay. Und ich habe, ungelogen, selten ein Zelt gesehen, was so mit Liebe dekoriert worden ist. Viele machen das so, aber die hat das doch alles eine Funktion. Ja. Klar, du hast auch viel Shishi, aber alles hat irgendwie in irgendeiner Weise eine Funktion. Julia, wann hast du angefangen zu zelten? Das ist noch gar nicht so lange her tatsächlich. 2019 war das erst und es war eher so eine Kurzschlussreaktion. Wir wollten unbedingt ans Meer, hatten keine Kohle und hatten total Lagerkoller mit den Kiddies. Auch vor Corona gab es das schon mal. Ja, kann ich mir vorstellen. dann haben wir uns die Ausrüstung zusammengeliehen von Freunden hier und da und sind wirklich mit dem letzten Kram nach Holland ans Meer gefahren und haben festgestellt, Zelten ist super, aber der Kram war scheiße. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist super, aber das geht besser. Und ich habe auch gemerkt, es gibt so ein paar Sachen, ich brauche mehr Komfort. Ich brauche Stehhöhe, ich brauche Sachen, die ich gerade rein und rausräumen kann, weil ich es einfach im Rücken habe. Und da haben wir jetzt immer weiter dran gefeilt. Ja. Und ich bin auch jemand, ich mag es gern ordentlich. Ja. Also Unordnung macht mich kirre. Und ja, da sind wir bei der Ausrüstung von heute gelandet. Aber du machst das ja anders, ne? Also du funktionierst ja Sachen um. Also wie eben den Hänger, wo der Steven mit der Kamera drauf war. Oder wie diese Küche, die im Originalzustand ja komplett anders aussieht. Ist das schon immer dein Hobby gewesen, Sachen zu dekorieren? Also so liebevoll damit umzugehen? Ja, also Gestalten mache ich einfach gerne. Ob es jetzt, also ich nähe auch viele Sachen selber fürs Zelt oder was den Garten angeht oder so. Also das die Toilettenabtrennung hast du auch selber genäht, ne? Die Toilettenabtrennung? Nee, das ist tatsächlich eine Gardine vom Schweden. Ja. Aber ich habe mehrere Zeltgardinen vom Schweden, extra nur fürs Zelt, die natürlich zum Farbkonzept passen. Und die sonst halt am Canopy auch an der Seite angebracht sind. Und das sind halt so Sachen, ne, die verleihen ein bisschen Privatsphäre oder schützen auch vor Sonne. Und das sind aber so viele Ideen, auf die komme ich einfach durch Instagram, muss man sagen, eigentlich eine große Inspirationsquelle. Ich gucke mir auch gerne Sachen an von Leuten, die alte Wohnwagen und Wohnwägen aufbereiten. Da sind auch viele Sachen, die foliert werden und dergleichen. Und da bin ich auch auf die Idee gekommen, die Küche hübscher zu machen. Ja. Und aber auch von den Zeltkindern, also dieser großen Facebook-Community. Mit der Yvonne haben wir ja letzte Woche auch ein Interview gemacht. Genau. Wir kennen uns auch persönlich und über die sind wir auch nochmal dazu gekommen, so beim Zelten ein bisschen mehr aufs Equipment zu gucken, was auch so die, sag mal, die Technik dahinter ist, also Isomatten versus Luftmatratze und so Kram. Ne? Ja. Da haben wir uns dann nochmal mehr mit beschäftigt. Okay, aber wie gesagt, das ist immer ein bisschen anders. Also ich fand eben deinen Spruch cool, als du aufgebaut hast, Motto, was die Vanläufer können, was die Vanläufer können, können ja auch. Ich baue es einfach nur in unseren Transportmittel ein. Den Anhänger, finde ich mega. Ich glaube, du hast eben für dein Zelt eine halbe Stunde gebraucht und danach hast du jetzt lange dekoriert, ne? Nee, also nicht so wirklich. Ich habe ein bisschen mit den Schläuchen von Outwell gekämpft, weil ich bin scheinbar der einzige Mensch, der es nicht schafft zu mit unterscheiden, ob das Ventil drin oder draußen ist. Ich weiß nicht, wie man es erkennen soll. Für mich sieht es einfach gleich aus. Das ist immer die 50-50 Chance, ob es jetzt macht oder nicht. Ja. Aber also sagen wir so, das Zelt steht in 20 Minuten längstens, weil wir auch danke der Inke von Luftschlossliebe die Schlafkabine jetzt drin lassen. Ja. Wimpelkette übrigens auch. Ja. Das steht in 0, nix. Und ich habe extra auf die Uhr geguckt. Ich habe mit den wichtigsten Sachen alleine wohlgemerkt 3 Stunden gebraucht. Ja. Aber ich habe mich auch nicht beeilt. Also da denke ich so, nee, ich lasse mir Zeit. Ich stelle alles hin, wo es hin soll. Und jetzt dürfen alle mal laut lachen, aber wir sind dieses Wochenende voll minimalistisch unterwegs. Das ist cool. Hey, ich habe mich echt zurückgehalten dieses Mal. Manchmal einen ganzen Lockeren hier. Ja, nee. Also ne, ich habe sonst einfach viel mehr Kleidung mit. Ich mag meine Klamotten und dann nehme ich noch mal mehr mit. Aber wir haben dieses Wochenende ja mega Wetter. Da ist es dann schon mal einfacher. Da beneide ich immer die Leute, die nach Kroatien fahren, wissen, ja, super gutes Wetter oder in Südfrankreich. Und wir fahren halt eher so Ostsee, Nordsee und haben halt dann immer noch eine Kiste mit Gummistiefel, Regenjacken, Regenhosen und dem ganzen Krack dabei. Ne? Wenn du das anfängst zu dekorieren, was macht dein Mann dann? Die Kinder beschäftigen. Das ist auch, finde ich auch schön. Also das ist so meine Zeit für mich. Ich fand das jetzt zum Beispiel auch null stressig, das Zelt alleine aufzubauen, auch nicht anstrengend. Ja. Weil es einfach so, man macht alles so in seinem Tempo, man hat so seine Orte, wo alles hinkommt. Ja. Das Zelt ist jetzt noch relativ neu, als wir über Ostern in Frankreich waren,
da habe ich wirklich die ersten zwei Tage alles umgestellt, die ganze Zeit, weil ich erstmal gucken musste, wo kommt das hin. Ja. Aber jetzt war relativ klar, okay, da hier der Quick and Quiet Eingang ist so rum und diese Kloecke macht dann da mehr Sinn. Und jetzt, wo schönes Wetter ist, kann die Küche nach draußen und ja, also das läuft dann so wie am Schnürchen. Ich stelle immer zwei Standardfragen. Welches Equipment hast du mittlerweile outgesourced, was du dir vorher gekauft hast? Unnötig tatsächlich gar nicht. Ja, oder? Ja, aber so sagst, okay, bleib zu Hause. Sagen wir so, bleib zu Hause. Jetzt mit diesem Zelt die Schränke tatsächlich. Dadurch, dass wir jetzt den Einbau im Anhänger haben oder wir stellen, je nachdem wie das Wetter ist, auch die Kisten da auf diese niedrigen Campingtische, haben wir jetzt keine Schränke mehr, wo wir Sachen rein und rausräumen. Und das finde ich bei dem Zelt hier, fände ich das auch schade, weil ich mag dieses Luftige mit den großen Fenstern. Ich will mir nicht alle Seiten mit Schränken zustellen. Genau, die haben wir da mit zu Hause gelassen oder an Freunde abgegeben, die das dann jetzt benutzen können. Okay, was wird deine nächste Anschaffung sein für dein Camping-Equipment? Gute Frage. Wir hadern immer noch mit so, so einem kleinen Gaskocher All-in-One-System, ne, dass man so schön ineinander stapeln kann, eben für kürzere Trips tatsächlich mal was Wochenende. Wir haben jetzt normalerweise ein Induktionskochfeld dabei, haben auch einen größeren Gasgrill, den wir jetzt demnächst mal mitnehmen. Aber wenn wir mal nur wir ohne Freunde übers Wochenende fahren, dann würde eigentlich auch so ein kleines All-in-One-Ding reichen. Und ja, da freue ich mich schon auf das Zeltkindertreffen am Starnberger See. Ja. Da habe ich nämlich den Christoph angewiesen, alles an seinen Küchensachen mitzubringen. Alles? Alles. Er hat ein bisschen mit den Augen gerollt, aber ich habe gesagt, ja, alles. Ich will das alles mal sehen und anfassen. Und das ist halt, finde ich, auch der Charme von so einer Community, weil es gibt einfach keinen Laden, wo du alles mal angucken kannst. Das stimmt. Und bei so Treffen wie jetzt beim Basecamp kannst du immer mal gucken, ach hier, was habt ihr denn da? Vor allen Dingen kannst du gucken, wie macht es jeder. Ja, also dein Zelt war ja letztes Jahr mega belagert, also im Positiven. Ne? Alle haben ja irgendwie geguckt und diese Küche sind ja alle komplett. Ich bin mal gespannt, der Robert von Outwell kommt. Ja. Und das ist ja, die, das ist ja, ist das ist das, keine Outwell, aber die haben ja dieselbe. Ist ja, die wird ja von allen, das war Fritz Berger, weiß ich nicht, ist ja egal. Aber um das einfach mal zu zeigen, was man aus so einer Küche machen kann mit Fliesen und was weiß ich. Ich finde das gigantisch. Was ist euer Urlaubsziel dieses Jahr? Oh, noch einige. Wir fahren jetzt über, jetzt muss ich überlegen, Christ-Demelfahrt ins Müllertal, zum Müllertal nach Luxemburg. Ja. Auch da über verschiedene Posts draufgekommen, fahren wir wandern mit meinen Eltern zusammen, die ja jetzt neuerdings auch zelten. Genau. Ich glaube, das war für die der Anlass, zelten zu fahren. Die haben nämlich da noch ein kleines Mobile Home gemietet. Und als ich glaube, als sie die Rechnung gesehen haben, wir 4 Tage 100 Euro und sie 4 Tage 400 Euro. Das ist scheiße. Ich glaube, da haben sie gedacht, na, vielleicht probieren wir das doch nochmal aus. Ja. Genau, dann werden wir noch ein Wochenende auf dem Bauernhof verbringen mit Freunden zusammen. Ganz kleiner Campingplatz, 3 Stellplätze haben sie. Okay. Und halt sonst Ferienwohnungen und viele Tiere in Meppen, also Nabel der Welt. Ja. Genau, dann werden wir noch 3 Wochen auf Fehmarn verbringen und da freuen wir uns mega. Und da wird auch alles mitgenommen, aufgefahren, was man so hier reinpacken kann. Ja, cool. Wenn ihr Bock habt, das mal auf ganz vielen Bildern zu sehen, was, da, was Juli da gemacht hat, Julia gemacht hat in ihrem Zelt, callt euch mal auf Instagram Zelt mit Klim Bim an. Ich finde das super und ich verweise ganz oft darauf, wenn die Leute so, ich bin so ideenlos, ich immer, ich auch, ich mache so Technik. Guck auf Julias Kanal, da kann man sehen, wie schön ist. Julia, ich bedanke mich für das Interview. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, Wetter haben wir. Ja. Ich glaube, es wird ein schönes Wochenende. Ja, wir und spammen alle mit Bildern zu, glaube ich. Wenn gleich die Sonne untergeht, trinken wir ein Bier. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Ciao. Macht's gut. Ciao.